Morgen, Schatz. Hast du gut geschlafen? Abgesehen davon, dass er nicht gekämmt ist. Ja, ich hab dir Tee gemacht. Danke. Auf geht's. Komm. Hast du alles? Ja. Nichts vergessen? Nein. Halt, warte. Dann einen schönen Tag. Danke. Hey, was hast du vor? Du willst doch nicht gehen, ohne mir einen Kuss zu geben. Ich glaube, ich spinne. Also, schönen Tag. Bis heute Abend. Die Mütze. Ach ja. Hier. Danke. Du hast die Tür eben erst überprüft. Du wirst langsam alt. Weißt du, was der Alte dir gleich sagt? Hier. Danke. Guten Tag, Madame. Mein Name ist Kazawi, Bundespolizei. Ja? Wohnt hier Thomas Curtis? Ja, das ist mein Mann. Ich habe eine Vorladung für ihn morgen um 10 nach dem Revier. Ja, aber worum geht's? Darf ich Ihnen nicht sagen, Madame. Soll ich lieber später noch mal kommen? Nein, nein, ich nehme Sie. Danke, schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ist es leichter. So. So, das war's. Aber wenn du nächstes Mal Katze spielst, klettere lieber nicht auf einen Baum, okay? Ist klar. Danke, dass du uns sofort drangenommen hast. Aber ist doch klar. Und übermorgen sehen wir uns wieder, okay? Ja. Bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo. Dann bis gleich. Ja. Madame Thuron, bitte. Ja. Langsam. Kein Problem. Wir haben es nicht eilig. Nehmen Sie bitte Platz. Ich werde das schnell wegräumen. Danke. Und er hat nichts weiter gesagt? Nein, aber er wirkte sehr ernst. Was steht da? Keine Begründung, ist nur eine Vorladung. Oma, mach deine Schularbeiten. Wieso ohne Begründung? Das ist doch seltsam. Weißt du, worum es gehen könnte? Keine Ahnung. Sowas habe ich noch nie bekommen. Mir gefällt das gar nicht. Na, es wird schon nichts Schlimmes sein. Na gut. Oma, konzentrier dich. Ja. Danke. Die Akte. Also, was soll ich hier? Was wollen Sie von mir? Ein Auto, das ganz so aussieht wie Ihres, wurde neulich bei einer Reihe von Einbrüchen verwendet. Wie lange leben Sie schon in dieser Gegend? 12 Jahre. Kennen Sie Marianne? Ja, ich war da mal auf der Durchreise. Warum? Ihr Vater war Russe, ja? Und Ihre Mutter Französin. Mhm. Sie haben 30 Jahre in Russland gelebt, in Saransk. Ja, das stimmt. Als Sie hergekommen sind, gab es Schwierigkeiten mit Ihren persönlichen Daten. Warum? Ah, das wieder. Wieso das wieder? Weil mich das seit 14 Jahren verfolgt. Als ich in Russland die französische Staatsbürgerschaft beantragt habe, hat das Konsulat Fehler gemacht und seitdem bringt mir das Ärger mit Behörden. Haben Sie noch irgendwelche Kontakte in Russland? Nein.
Meine Eltern sind gestorben, als ich 18 war. Sie hatten mal eine Gesichtsoperation. Ja? Ja, ich hatte einen Autounfall. Ich bin voll gegen die Scheibe geknallt. Stirnbein gebrochen, Nase gebrochen und Unterkiefer gebrochen. Aber verdächtigt man mich nun wegen irgendwas? Wie lange schon kennen Sie Ihre Frau? Das Leben von Thomas Kertész gut beschreiben, aber es ist seins. Glauben Sie, dass er dessen Identität gestohlen hat? Er hat die Statur von Derieugelos und dieser Autounfall ist ihm sehr zu Pass gekommen. Womöglich hat er Kertész beseitigt und seinen Platz eingenommen. Ja, und haben wir eine DNA-Probe von Derieugelos? Kennen Sie denn die Akte nicht? Er wurde adoptiert und vor seinem Verschwinden hat er das Haus mit Chlorbleiche gereinigt. Und, worum ging es nun? Es ist unfassbar. Die halten mich für einen Einbrecher. Du nimmst mich auf den Arm. Nein, ich schwör's dir. Die haben mich eine Stunde lang ausgequetscht. Über mich, über mein ganzes Leben. Über uns. Über meine Eltern. Ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Aber wie kommen die auf dich? Wegen meines Wagens. Zeugen haben ihn angeblich wiedererkannt. So ein Quatsch. Und was hast du ihnen gesagt? Die Wahrheit, dass ich nichts damit zu tun habe. Und ich bin höflich geblieben. Dann bis nachher. Ja. Bis dann. Dadurch lassen wir uns nicht deinen Geburtstag versauen. Also dann. Herr Genie. Danke, Thomas. Und Marco. Vielen Dank, Thomas. Zum Wohl. Auf dich. Na, ihr? Oh ja. Ja, das hab ich. Ines hat gesagt, du baust eine Hütte für Roma. Ah, du meinst den Holzhaufen hinten im Garten? Roma, Roma, wenn du in den Garten gehst, zieh die Jacke an. Roma, bitte zieh dir deine Jacke an. Ines! Roma, hast du gehört? Ines, das gilt auch für dich. Los, los, zieh die Jacke an. Na komm, Ines. Du auch. Da bin ich ganz Robert, hast du gesehen, dass wir den Motor für das Boot bekommen haben? Gieß mir lieber ein, statt über die Arbeit zu reden. Ich bitte dich. Alles klar, mein Schatz? Sieh mal, was ich jetzt gemacht habe. Ist eine tolle Geburtstagsfeier. Ich liebe dich. Und ich dich auch. So. Wunderbar. Was ist hier los? Ja? Das ist eine Hausdurchsuchung, Madame. Sie müssen uns reinlassen. Moment mal, Sie können hier nicht einfach rein. Nein, bitte fassen Sie das nicht an. Vorsicht! Madame, bitte lassen Sie mich meine Arbeit machen. Vorsicht! Wir passen schon auf. Was ist hier los? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Was machen Sie da? Darf ich erfahren, was hier vor sich geht? Das ist eine Hausdurchsuchung, Monsieur Kertész. Das ist eine Scheiße. Vorladung gefolgt wie ein guter Bürger. Und jetzt platzen Sie hier so rein. Was glauben Sie, wer Sie sind? Bitte beruhigen Sie sich wieder, Monsieur Kertész. Dazu haben Sie kein Recht. Doch, das haben wir schon. Sie haben sich enorm verändert. Ihr Kinn, Ihre Nasenform. Sie sind kaum wiederzuerkennen. Gute Arbeit. Ich verstehe kein Wort. Ich suche Sie schon seit vielen Jahren. Jetzt kommen Sie mir nicht mehr davon.
Ist das alles von Ihrer Vergangenheit? Wie gesagt, der Rest ist in einem Feuer in einem Möbellager verbrannt. Die Versicherungsmeldung ist da. Und was ist das? Mein Einbürgerungsantrag, aber den haben Sie doch schon. Wir nehmen alles. Moment mal, das sind meine Originaldokumente. Die bekomme ich doch wieder, Monsieur, oder? Monsieur, Monsieur, bitte, gehen Sie wieder runter. Nein, nein, nichts, seien Sie vorsichtig. Der Scheiße. Sie gehen runter, haben Sie verstanden? Sie sind verrückt. Sie sind vollkommen verrückt. Gehen Sie wieder runter. Maman, die haben alles auf den Boden geworfen. Ich weiß, mein Schatz. Hab keine Angst. Die sind bald weg und dann räumen wir auf. Sie verwüsten ein Kinderzimmer. Haben Sie keinen Anstand? Was suchen Sie denn hier überhaupt? Ich verstehe das nicht. Hallo? Was suchen Sie hier? Ich muss Ihnen das nicht sagen. Erinnern Sie sich an Durieux Gelos? Ja, ich nehme an, wie jeder. Was hat das mit uns zu tun? Ein Mann ohne Vergangenheit, ohne Familie? Mit Gesichtsoperation? Sehr praktisch, um ein neues Leben zu beginnen, finden Sie nicht? Haben Sie den Verstand verloren? Wie kommen Sie denn auf so eine absurde Idee? Niemand denkt sich aus, dass ein Mann seine ganze Familie ermordet. Sophie! Und? Wie sieht's aus? Bisher nichts, aber da ist was mit dem Typ. Den braven Familienvater ohne Vergangenheit nehme ich ihm nicht ab. Wir werden weitergraben. Pass auf, ich war schon mit der Hausdurchsuchung nicht einverstanden. Du hast schon mal was in dieser Sache verkackt, also mach keinen Wirbel. Wir haben einen Berg neuer Fälle. Mach deine Arbeit. Meine Arbeit ist, den Typ zu kriegen, der seine Frau und Kinder ermordet hat. Was ist, Flavien? Hast du deinen Schnuller vergessen? Das ist alles von den Curtis. Ich möchte, dass du das alles eingibst und mit den Daten zu Durieux Gelos vergleichst. Ich will alles wissen, ja? Okay. Was hat die Gesichtserkennung ergeben, die dein Kumpel beim Geheimdienst hat durchlaufen lassen? Naja, freu dich bloß nicht zu früh, denn das ist vor Gericht nicht verwertbar. Außerdem haben die beiden nicht die gleiche Statur. Zwischen den Aufnahmen sind 15 Jahre. Allerdings haben die Augenhöhlen den gleichen Abstand zueinander. Die Schädelform ist gleich. Die Augen stimmen überein, wie auch das Kinn und die Nase. Als er vor mir stand, habe ich mir gedacht, dass da noch jemand anders unter seiner Haut ist. Und dieser Typ will bestimmt nicht gefunden werden. Ich muss mir was einfallen lassen, um ihn zu provozieren und damit irgendwie aus der Reserve zu locken. Und wie willst du das machen? Pyrée de Morbihan, guten Tag. Hallo, würden Sie mich bitte mit der Redaktion verbinden? Augenblick bitte. Hallo, Caro. Guten Tag. Ich muss los. Bis dann. Geht's Ihnen erst besser? Es geht ihr besser, ja. Ja? Tut mir leid, ich muss gehen. Guten Tag. Was ist los? Geht's dir nicht gut? Hast du es noch nicht gesehen? Was habe ich nicht gesehen? Wie wir aus unterrichteten Kreisen erfahren haben, lebt Durieux Gelos seit etwa 10 Jahren in unserer Gegend. Er arbeitet als Vorarbeiter in einer Schiffswerft. Seine Frau und er haben einen 8-jährigen Sohn.
Nachbarn berichten von einer Hausdurchsuchung am letzten Samstag, die allerdings nichts ergeben hat. Hallo, Jungs. Gibt's doch nicht. Bedrückt dich etwas? Bitte sag es mir. In der Schule sagen sie, dass Papa mich umbringen wird, wenn ich schlafe. Deshalb will ich nicht mehr schlafen. Hör nicht darauf, was die sagen. Das ist dummes Zeug, ja? Hallo? Hallo? Wer war das? Niemand. Das ist nicht mehr zu ertragen. Seit heute früh sprechen alle nur darüber. In der Praxis sieht man mich an, als wäre ich eine Aussätzige. In der Schule wird sogar Roman angemacht. Wir müssen gegen die Zeitung vorgehen, eine Gegendarstellung verlangen. Die nennen meinen Namen nicht im Artikel, das würde nach hinten losgehen. Was machen wir dann? Die können doch nicht solche furchtbaren Dinge schreiben. Was sollen wir machen? Wir haben die Arschkarte. Du weißt, was der Anwalt gesagt hat. Wir können nur abwarten. Was denn abwarten? Dass die uns mit Steinwürfen verjagen? Lass nur. Ich geh schon. Hallo? Hallo? Leck mich am Arsch! Schlafen? Nicht viel, nein. Ich suche Leute, die mich gekannt haben, als ich in Russland war. Die bestätigen können, dass ich es bin. Absurd, oder? Hast du was gefunden? Nein, nichts. Du kommst aus, wie heißt das? Sansk? Saransk. Saransk. Und da findest du niemanden? Mir fehlt jeder Kontakt, das ist ewig her. Meine Bekannten da sind bestimmt nicht auf Facebook. Und hast du keine Cousins oder entferntere Verwandte? Meine Eltern waren beide Einzelkinder und keine Familienmenschen. Oh, verflucht. Was ist? Wir essen bei meinen Eltern, habe ich vergessen. Das fehlt gerade noch. Lass dir eine Ausrede für mich einfallen. Nein, dann würde es noch schlimmer. Mein Spatz, möchtest du noch Pommes frites zum Fleisch? Nein, danke. Wirklich nicht. Und wie läuft es in deiner Praxis? Wunderbar, hab viel zu tun. Die Versicherungen zahlen aber ziemlich langsam, fast als wäre es Absicht. Das System ist überlastet, wir müssen sparen. Mag sein, aber mich behindert es in meiner Praxis. Irgendwie muss das Defizit verringert werden. Schmeckt der Wein? Ja, sehr gut. Direkt vom Erzeuger aus dem Burgund, ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nein, danke. Das reicht's mir aber! Sag mir endlich, was los ist. So kann man nicht essen, das ist unmöglich. Scheiße! Kann ich helfen? Ja. Hier. Danke. Was machst du da? Ich bitte einen Freund, über Thomas zu recherchieren. Ich hoffe, dass wir nicht rausfinden, dass er im Knast war. Augenblick mal, ist dir klar, was du da sagst? Ist dir das bewusst? Thomas hat nichts gemacht, aber diese Polizistin geht auf uns los. Ich weiß, was ich tue. Es ist meine Pflicht als Vater, dich zu beschützen. Nicht du beschützt mich, sondern Thomas.
Meinst du, ich habe Vertrauen zu einem Typ, der nicht mal seine eigene Hochzeit bezahlen kann? Oh, ich fasse es nicht. Nach 10 Jahren reitest du immer noch darauf herum? Er war immer so, und zwar bei allem. Auch für euer Haus musste er sich Geld leihen. Es wäre anders, wenn er Familie hätte, wenn wir wüssten, woher er kommt, wie es normal ist. Wir haben nie erfahren, wer der Typ ist. Du hast was Besseres verdient. Hör auf, verdammt nochmal. Ich weiß nicht, warum ich mit dir darüber rede. Du sprichst von Geld, aber bist nicht in der Lage, mir zu helfen. Du verurteilst, das ist alles, was du kannst. Alles, was ich mache, passt dir überhaupt nicht. Nichts ist für dich gut genug, für dich, den Kriegshelden. Und jetzt spuckst du auf meine Familie. Ja. Nur zu, raus damit, Papa. Darauf hast du doch schon ewig gewartet. Ich rede nicht von dir und Romain, das weißt du sehr wohl. Du verdrehst meine Worte. Es ist mir scheißegal, was du denkst. Weißt du was, Papa? Du brauchst dich nicht mal zu entschuldigen, wenn das hier vorbei ist. Er merkt gar nicht, wie verletzend er ist. Alles okay. War das? Ich weiß nicht, ich sehe mal nach. Zeigt euch, ihr Arschlöcher! Ist ja einfach, sich zu verstecken! Feiges Pack! Monsieur Curtis, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Monsieur Curtis. Haben Sie etwas zum Artikel im Courrier de Morbihan zu sagen? Bitte sagen Sie etwas dazu, Monsieur Curtis. Halten Sie sich von meiner Familie fern. Wenn Sie uns filmen, verklage ich Sie. Ist das klar? Hallo. Ist alles klar? Ja. Hallo. 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 Alles klar. Hallo. Ja. Guten Tag. Gib ab zu Pilou! Los, los! Gut, ja! Aber wieso ich? Nein, nein, nichts da. Runter vom Rasen gehen. Was macht denn dieser Idiot da? Ich werde diesem Arsch die Regeln erklären! Thomas! Komm, bitte, lass das. Sei nicht traurig. Schatz, wartet hier. Ich bin gleich wieder da.
Das ist das Problem. Es wird langsam lästig. Was hast du für ein Problem? Du bist mein Problem. Wir wollen keinen Mörder bei uns haben. Also verschwinde. Klar, kleiner Vorarbeiter? Weißt du, was der kleine Vorarbeiter dir sagt? Weil hier deine Freunde sind, spielst du dich auf. Aber was du beim Spiel mit meinem Jungen gemacht hast, ist zum Kotzen. Wenn jemand mir was sagen will, soll er es mir ins Gesicht sagen. Und wer meine Familie angreift, bekommt Ärger. Ist das klar? Die Hütte ist schön geworden. Moment, sie ist noch nicht fertig. Wir müssen noch den Boden machen. Nicht wahr, mein Junge? Hey, mach dir nichts draus, was da passiert ist. Du hast nichts verbrochen. Jordans Papa will nicht mehr, dass du ihn mit mir zur Schule fährst. Sieh mal, Romain. Jemand hat schlimme Sachen über deinen Vater geschrieben. Und der Papa von Jordan glaubt, dass sie wahr sind. Aber das ist Quatsch und alles wird wieder gut. Auch mit Jordan. Das verspreche ich. Romain? Ich verspreche es dir. Komm, lächle wieder. Na also. Und? Ich habe die Profile verglichen von Kertész und Durieux-Gelos. Mhm. Und es gibt einige Anhaltspunkte. Welche? Aus psychologischer Sicht ähneln sich die beiden Männer sehr. Verheiratet, Kinder, ruhiges, total gleichförmiges Leben. Sie schlafen, gehen zur Arbeit, holen ihr Kind von der Schule ab. Aber nicht nur das. Ihre Frauen sind beide Ärztinnen. Und der Bekanntenkreis dieser Männer umfasst jeweils weniger als 6 Leute. Alle beide gehen gern abends einkaufen. Aber das Seltsamste kommt erst. Auf den Verbindungsnachweisen sieht man, dass Kertész seine Frau jeden Tag nach der Mittagspause anruft. Genau wie Durieux-Gelos. Wow. Okay, und hast du noch was anderes? Ob, da gibt's noch was. Sind beide gut in ihr soziales Umfeld integriert. Ich habe im Internet ein Foto von Kertész bei einem Schulfest gefunden. Er hat den Waffelstand betreut. Allem Anschein nach sind sie alle beide in jeder Hinsicht gut. Liebender Ehemann, guter Familienvater, netter Nachbar. Und Durieux-Gelos war genau dieser Typ. Das beschreibt sowohl seine Persönlichkeit als auch seinen Status. Wahrscheinlich war das seine Art, seine innere Leere zu füllen. Dieser Typ ist ganz genauso. Außer, dass er das als Mittel benutzt, um in der Anonymität unterzugehen. Und hast du was über die Finanzen rausgefunden? Ja, und da gibt's einen Unterschied. Kertész verwaltet alles, genau wie Durieux-Gelos. Aber es ist umsichtig angelegt, während der andere die Konten abgeräumt und die Familie ruiniert hat, bevor er verschwunden ist. Es ist, als wäre er hierher gekommen, um in Ordnung zu bringen, was er letztes Mal versaut hat. Ja, genau das war auch mein Gedanke. Aber worauf wartest du jetzt? Warum schnappst du ihn nicht? Ich warte auf einen Fehler. Dann sehen wir uns nochmal am nächsten Donnerstag. Und dann sind wir fertig. Hören Sie nicht auf das Gerede. Ich weiß, dass Ihr Thomas ein anständiger Mann ist. Ich weiß noch, wie er vor 15 Jahren hier angekommen ist. Es hat mich ergriffen. Er kam gerade aus Russland. Außerdem war er aus demselben Dorf wie mein Mann, aus Tula. Saransk. Thomas kommt aus Saransk. Ach was, aus Tula. Mein Mann ist ihm deshalb ganz schön auf die Nerven gegangen. Deshalb erinnere ich mich präzise. Jedenfalls wirkte er seltsam unglücklich. Durch sie ist er ein anderer Mensch geworden. Entschuldigung, dass ich störe. Ich möchte mir etwas zu essen holen. Soll ich dir was mitbringen? Nein, vielen Dank. Ich habe keinen Hunger. Thomas, ich muss dich sprechen. Komm mit. Tut mir wirklich leid. Ich mach das nur ungern. Du weißt, dass ich dich brauche. Verstehst du? Diese Durieux-Gelos-Sache bringt Ärger. Es gibt sogar Kunden, die sich beschweren. Scheiße, Robert. Wie lange arbeite ich schon für dich? Ich weiß, Thomas. Aber die Jungs hier sind alle gegen dich. Wenn ich dich behalte, kriege ich Ärger. Ich fasse es nicht.
Nur wegen einem saudummen Artikel? Nur bis die Sache geklärt ist. Du bekommst doch weiterhin deinen vollen Lohn. Tut mir leid, Thomas. Mir noch viel mehr. Heute war Madame Thuron bei mir. Hast du das gewusst? Ihr Mann war Russe. Maya hat mich gefeuert. Was? Warum denn? Vorsichtsmaßnahme. Er will nicht mit reingezogen werden. So wie alle. Aber das kann er nicht machen. Dazu hat er doch kein Recht. Offiziell bin ich beurlaubt, damit ich ihn nicht wegen unrechtmäßiger Kündigung verklage. Wenn das alles vorbei ist, möchte ich, dass wir hier weggehen. Wie die Leute mich ansehen, das ertrage ich einfach nicht. Am besten gehe ich jetzt schlafen. Hast du die Gartentür abgeschlossen? Nein. Dann mache ich's. Willst du mir etwas sagen? Nein, nichts. Gut. Ich gehe schlafen. Kommst du auch? Ja. Ich komme gleich. Das war's. Vielen Dank. Bis auf Wiedersehen. Wo gehst du hin? Ich habe was zu erledigen. Während der Sprechzeit? Ja. Sag mal, spinnst du? Das kannst du doch nicht machen. Du reitest uns voll in die Scheiße. Du meinst, ich kann das nicht machen? Ich hatte heute 23 Termine. 8 haben abgesagt, nur wegen der abscheulichen Gerüchte über Thomas. Und ich reite uns in die Scheiße? Virginie, verstehst du nicht? Mir wird gerade auch mein Leben zerstört. Sie wollten mich sprechen? Hören Sie auf mit all dem, bevor es böse endet. Sie sind dabei, unser Leben zu zerstören. Warum machen Sie das? Nehmen Sie bitte Platz.
Das ist Jean. Er mochte Filme und Reiten. Das ist Theodore. Er hat mit Begeisterung gebacken. Und das ist Mathieu. Er hat beim Fußball in der Schule einen Schneidezahn verloren. Seit 15 Jahren kenne ich alle Details aus dem Leben dieser Familie. Nur den neuen Namen ihres Mörders nicht. Aber es ist nicht Thomas. Begreifen Sie das nicht? Wir haben nichts getan. Meine Familie hat mit all dem nichts zu tun. Bitte glauben Sie mir. Er ist präzise wie ein Uhrwerk. Er kümmert sich um die Finanzen. Leistet körperliche Arbeit. Er ruft sie jeden Tag nach der Mittagspause an. Wie Antoine Derieux-Gelos es mit seiner Frau Elisabeth getan hat. Die auch Ärztin war. Wie sie. Mit Leidenschaft, mit Leib und Seele. Genau wie sie. Er hat sie entsprechend ausgewählt. Er hat sich nämlich die gleiche Welt nochmal erschaffen, das gleiche Leben. Identisch. Mit ihnen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Damit können Sie irgendwen beschreiben. Das ist doch absurd. Und warum sind Sie dann hier? Ich sag Ihnen warum. Weil Sie inzwischen Zweifel haben. Und diese Zweifel verschwinden nicht. Sie werden nicht einfach so verschwinden. Die Mutter von Derieux-Gelos wohnt in der Nähe. Sie sollten sie besuchen, um über ihren Sohn zu sprechen. Sie werden sehen, es ist sehr aufschlussreich. Wissen Sie, Madame Cartes, man sagt, der Teufel steckt immer im Detail. Was wollen Sie? Entschuldigen Sie, dass ich hier einfach so bei Ihnen aufkreuze. Aber ich möchte mit Ihnen über Antoine reden. Ihren Sohn. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Seit 15 Jahren zieht diese Polizistin unseren Namen durch den Dreck. Sie sieht meinen Sohn überall. Nämlich erst in einem Kloster, dann auf einem Bauernhof in den Vogesen und jedes Mal glaubt sie, er wäre da. Aber sie liegt falsch. Es ist völlig absurd. Zu glauben, dass mein Antoine seine Familie umgebracht haben könnte. Er ist ein ausgeglichener Junge. Außerdem war er eine Woche vor seinem Verschwinden schief aufgetreten und hatte sich den Knöchel verstaucht. Deshalb konnte er vor Schmerzen kaum auftreten. Wie hätte er also die Kinder und Elisabeth umbringen, sowie die Leichen fortschaffen können? Abgesehen davon, warum hat man denn die Leichen bis heute nicht gefunden? Das ergibt doch keinen Sinn.
Ja, aber was ist denn dann passiert? Er hat im Auftrag einer Behörde gearbeitet. Und er hat etwas gesehen, was er nicht hätte sehen dürfen. Daher hat er seine Familie irgendwo im Ausland versteckt. Ja, und eines Tages hat er sich bei mir gemeldet. Und daher weiß ich es. Niemand kennt Antoine besser als ich. Als Vater ist er vorbildlich. Er und Elisabeth haben sich geliebt. Sie sind beide sehr verständnisvoll. Sie hat ihn ständig wegen seiner Marotten geneckt. Nur Kleinigkeiten, nichts Schlimmes. Zum Beispiel muss er sein Auto immer samstags waschen oder zweimal hintereinander nachschauen, ob die Gartentür abgeschlossen ist. Fehlt Ihnen was? Sie sind ganz blass. Entschuldigung. Ich fühle mich nicht besonders gut. Ich hole Ihnen ein Glas Wasser, ja? In großem Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er das täglich Brot nicht mehr schaffen. Wie er sich nun abends im Bette Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau: Was soll aus uns werden? Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben? Weißt du was, Mann? Antwortete die Frau. Wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dicksten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer und geben jedem noch ein Stückchen Brot. Dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Hause und wir sind sie los. Nein, Frau, sagte der Mann. Das tue ich nicht. Wie sollte ich es übers Herz bringen, meine Kinder im Walde allein zu lassen? Die wilden Tiere würden doch bald kommen und sie zerreißen. Wo ist Mama? Sie kommt bald. Warum wolltest du diese Geschichte? Na, weil sie cool ist. Am Ende gehen sie in ein Lebkuchenhaus. Es ist schon spät, Roma. Schlaf jetzt. Gute Nacht, mein Junge. Kannst du Mama bitten, dass sie mir einen Kuss gibt, wenn sie wieder da ist? Ist versprochen. Gute Nacht. Gute Nacht. Nicht rangegangen. Ich hätte beinahe die Polizei gerufen. Tut mir leid, ich hatte eine Konferenz in Paris mit Virginie. Ich muss was essen, ich habe Hunger. Was geht hier bloß vor? Nichts, alles bestens. Obwohl hier schon was vor sich geht. Warum hast du mit ihr gesprochen? Meinst du, das löst unsere Probleme? Nein, ich war meinetwegen bei ihr. Um zu sehen, warum sie nicht locker lässt. Warum sie dich für ihn hält. Du wolltest also überprüfen, ob ich dieser Typ bin, ja? Und wie viel schlauer bist du jetzt? Ich weiß, dass er ein guter Vater war. Und so präzise wie ein Uhrwerk.
dass er immer nach dem Mittagessen seine Frau anruft. Wie du. Dass seine Frau Ärztin ist. Wie ich. Und dass er eine Macke mit seiner Gartentür hat. Wie du. Blödsinn. Das ist ein idiotisches Hirngespinst. Pass auf, vielleicht macht der Nachbar das Gleiche. Er ist womöglich Jack the Ripper. Den hat man auch nicht geschnappt. Überleg mal. Es gibt niemanden in deinem Umfeld. Ich weiß nichts von dir, bevor wir uns kennengelernt haben. Kenn nicht mal ein Foto von deinen Eltern. Wenn ich mal deine Kindheit anspreche, blockst du ab. Scheiße, ich werde verrückt. Wie soll ich mich verteidigen, Alice, wenn nicht mal meine eigene Frau mir glaubt? Hat die Polizistin dir das alles über ihn erzählt? Mit der Gartentür, mit den Anrufen? Mit der Gartentür ist von seiner Mutter. Von seiner Mutter? Du warst bei der Mutter von Durieux Gelos? Wie hast du sie gefunden? Was spielt das für eine Rolle? Verdammt nochmal, Alice, also wirklich. Du kennst mich in- und auswendig. Wir sind seit 12 Jahren verheiratet, haben ein Kind zusammen. Schrei nicht so, er schläft. Wir haben gemeinsame Erinnerungen. Wir lieben uns. Du willst, dass ich von meiner Vergangenheit rede? Na schön. Meine Vergangenheit bedeutet, dass ich mit 18 erfahren habe, dass ich meine Eltern nie wiedersehe. Dass ich immer an die falschen Leute geraten bin. Ein Jahr auf der Straße gelebt habe. Glamourös, hä? Wozu das nochmal durchkauen? Du und Romain, ihr seid das Schönste, was ich habe. Dass ich noch hier bin, verdanke ich euch zwei. Scheiße, ich ersticke. Ich hau ab. Ja? Störe ich dich? Nein. Wo bist du? In der Stadt. Wo hast du geschlafen? Ich habe nicht geschlafen. Ich bin rumgelaufen. Und kommst du heute Abend nach Hause? Kommst du nach Hause? Ja, sonst macht Romain sich Sorgen. Okay. Dann bis heute Abend. Bis dann. Hast du nicht Sprechstunde? Doch, doch, natürlich. Tut mir leid wegen gestern. Ich weiß, dass es nicht leicht für dich ist. Aber bei mir ist es auch kompliziert. Marco hat immer noch keine Arbeit, die Bank sitzt uns im Nacken. Wir können es uns nicht leisten, dass ich weniger verdiene. Sonst verlieren wir alles. Für heute wurden 7 Termine abgesagt. Ja, ich weiß, aber das wird schon wieder. Es braucht nur seine Zeit. Deshalb wollte ich mit dir reden. Vielleicht solltest du etwas Abstand gewinnen, indem du ein paar Tage zu Hause bleibst. Augenblick mal, ich verstehe nicht. Wir haben die Praxis gemeinsam aufgebaut, weil wir befreundet sind, seit 10 Jahren. Wir kennen uns, wir vertrauen uns. Nun zieht man meine Familie durch den Dreck und du willst, dass ich mich verkrieche? Du glaubst doch wohl nicht, dass Thomas was mit diesem gestörten Verbrecher zu tun hat. Das wollte ich damit nicht sagen. Vergiss es. Du wolltest mich sehen? Du bist zu weit gegangen, Sophie. Inwiefern? Verkauf mich nicht für dumm. Dieser Journalist mit dem Zeitungsartikel über Cartes wird jetzt wegen Behinderung polizeilicher Ermittlungen angezeigt. Ist dir klar, in was für eine Scheiße du uns da geritten hast?
Er hat den Kollegen gesagt, dass du ihm den Tipp gegeben hast. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn das publik wird? Den Namen eines Verdächtigen einem Journalisten verraten. Und ohne Beweise. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Sowas ist unmöglich, Sophie. Und was machst du jetzt? Ich entziehe dir den Fall. Aber das kannst du nicht. Aber natürlich kann ich das. Das hätte ich schon längst machen sollen. Deine Besessenheit von diesem Fall hat nichts mehr mit Polizeiarbeit zu tun. Das ist deine Neurose. Das kannst du mir nicht antun. Ich bin so kurz davor, ihn zu überführen. Wenn er nicht gesteht, wird sie einknicken. Weißt du, was du da redest? Du bist dabei, die Familie dieses Mannes zu zerstören. Du fantasierst. Sophie, wir alle wollen diesen gestörten Verbrecher überführen, aber du hast keinerlei Beweis dafür, dass es Curtis ist. Du bist zu weit gegangen, verstehst du? Ich hatte dich gewarnt. Ich kann nichts mehr für dich tun. Du machst einen großen Fehler, François. Willst du mir keinen Kuss geben? Oh. Mache ich dir jetzt Angst? Wir können so nicht weitermachen. Was du von mir denkst, ist einfach unmöglich. Ich weiß nicht, was ich von dir denken soll. Aber du hast recht, wir brauchen Abstand. Ich fahre dieses Wochenende zu meinen Eltern. Und Romain? Ihm wird das auch gut tun. Egal, was passiert, du wirst ihn mir nicht wegnehmen. Natürlich nicht. Montag ist er wieder hier, er hat Schule. Und du? Ich weiß es nicht. Dein Vater wird sich freuen, solange wie er schon drauf wartet. Er ist gar nicht da. Nur meine Mutter. Es wird mir gut tun, das ist alles. Ich gehe wieder schlafen. Etwa wieder? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Es ist nicht auszuhalten. Ich weiß, dass es Thomas ist, der vor mir steht. Aber manchmal denke ich mir, dass ich ihn im Grunde gar nicht kenne. Oh, Scheiße. Aber du würdest es doch spüren. Was? Naja, wenn Thomas irgendwas Schlimmes getan hätte vor deiner Zeit. Ich weiß es nicht, Maman. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn ich jetzt alles zusammenfüge, dann frage ich mich tief im Innern, warum sollte die Polizistin nicht recht haben? Und zwei Sekunden später sage ich mir, du bist verrückt, das ist Thomas. Hast du denn seit eurer Hochzeit, seit ihr verheiratet seid, hast du dich da jemals von Thomas bedroht gefühlt?
Oder hat er sich merkwürdig verhalten? Hat er gelogen? Nein. Nein? Er hat mir nie etwas verheimlicht. Außerdem war es mir egal, seine Geschichte mit dem Unfall, die Operation, dass er keine Familie mehr hat. Ich hatte mich in ihn verliebt, nicht in seine Vergangenheit. Was denkst du jetzt? Dass Thomas ein guter Ehemann ist. Ein guter Vater. Und ehrlich gesagt, fällt es mir schwer zu glauben, dass er dieser Mann ist. Verdammter Scheiß! Warum muss mir sowas passieren? Mal im Ernst, was ist euer Problem? Nichts, gar nichts. Hey, Lancel, schon gehört? Was denn? Geh runter in Raum 3. Erkennen Sie sie wieder? Ja. Sie heißt Sonja Gorinski. Wir kennen uns aus Russland. Ihre Mutter ist auch Französin. Wo haben Sie sich kennengelernt? Wir waren zusammen in der Schule in Saransk. Wir hatten dieselbe Lehrerin, Madame Tavaric. Wir waren sogar zusammen in den Ferien. Wie war der Vorname Ihrer Mutter? Ihre Mutter hieß Olga. Nein, Ilona. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, fragen Sie mich was anderes. Erinnern Sie sich an die Straße, in der sie gelebt hat? Das ja. Ulica Sowetskaya. Sie war gleich hinter dem Fußballplatz. Und wann haben Sie sich zum letzten Mal gesehen? Bei der Beerdigung meiner Eltern. Danach habe ich zu allen den Kontakt abgebrochen. Ты до сих пор говоришь по-русски? Да. Я тебя сразу же узнала. Даже после несчастного случая. У тебя те же глаза. Ты тоже не изменилась. Так странно, что ты тут. Спасибо, что пришла. Как только я услышала, что они ищут свидетеля, я сразу же позвонила. Смотри, я тебе принесла кое-что. Ты помнишь? Darf ich erfahren, worum es geht? Das ist ein Foto von ihm und mir. Mit seinen Eltern. Da waren wir 13. Wird man mir jetzt glauben? Hast du sie aufgetrieben, deine Überraschungsrussin? Da bist du platt, hm? Entschuldige, aber ich hab's zu tun. Antworte mir. Was? Wo hast du sie gefunden?
Offenbar hältst du uns für Idioten. Muss ich es dir erklären? Wir machen eigentlich bloß, was zur Vorgehensweise eines guten Ermittlers gehört. Das heißt, wir starten einen Zeugenaufruf und, oh Wunder, der bringt uns welche. Was sie uns erzählt, passt zu dem, was wir im Konsulat erfahren haben. Und demnach ist der Typ, den du unablässig verleumdest, nicht Duret Gelos. Also lass mich. Ja? Du wirst dich öffentlich blamieren. Bist so kurz davor. Ich werde nicht immer da sein, um deine Fehler auszubügeln. So ein Arsch. Was machst du hier? Ich muss mit dir reden. Nicht hier, Thomas. Entschuldigen Sie, ich bin in 5 Minuten für Sie da. Es ist vorbei. Sie stellen die Ermittlungen ein. Sie wissen, dass ich nichts damit zu tun habe, dass ich es nicht bin. Ich werde dir was zeigen. Hier. Das bin ich mit meinen Eltern. In Saransk. Und da. Das ist Sonja. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Sie hat noch viele andere Fotos. Wir hatten diesen Tag auf dem Jahrmarkt verbracht. Das war toll. Ich hatte mir abgewöhnt, über sie zu reden, weil es so schwer ist, nicht weil ich etwas zu verbergen hätte. Es ist vorbei, Alice. Sie haben den Fall geschlossen. Sie haben es verstanden. Es ist vorbei. Ich bin's nicht. War's gut? Oh ja. Sehr gut. Ah, es ist Virginie. Ich freue mich so für euch. Das ist wirklich erleichternd. Ja. Es war ein Albtraum. Jetzt wird bestimmt wieder alles so wie davor. Ich weiß nicht. Wir gehen weg von hier. Ich werde Ersatz für die Praxis finden. Mach das nicht deswegen. Alice, das ist jetzt leicht gesagt, aber bitte entschuldige. Meine Reaktion, das war daneben.
Ich hatte an die Praxis gedacht, war in Panik, wusste nicht, wie ich reagieren soll. Ob an deiner oder meiner Stelle, sowas kann sich kein Mensch vorstellen. Ich habe Ihren Kollegen doch schon alles gesagt. Was wollen Sie denn noch? Wie haben Sie von dem Zeugenaufruf gehört? Ich bin in einem Verein für franko-russische Freundschaft. Da wurde der Zeugenaufruf verbreitet von der Polizei. Es wurden Leute gesucht, die dort in den 70er Jahren zur Schule gegangen sind. In Saransk. So wie Sie eben. Ja, natürlich. Und damit habe ich Ihnen geholfen. Was wollen Sie noch von mir? Haben Sie noch mehr Fotos? Der Rest ist bei meinen Eltern. In Russland. Das könnte irgendwer sein auf diesem Foto. Dieses Ding ist ganz schön teuer. Haben Sie es gerade gekauft? Wann haben Sie es gekauft? Alles klar? Woran denkst du? Nach dem Umzug möchte ich mit euch nach Russland fahren. Euch zeigen, wo ich herkomme. Das Grab meiner Eltern besuchen. Ich weiß es nicht mehr. Bist du in Saransk oder in Tula aufgewachsen? In Saransk. Ich habe nie einen Fuß nach Tula gesetzt. Ach nein? Mein Vater war in Tula geboren. Meine Familie kommt von da. Wahrscheinlich habe ich es deshalb schon mal erwähnt. Hast du ein gutes Gedächtnis? Ja, vor allem, weil ich mich jetzt nicht mehr irren will. Offen gesagt, ich verstehe kein Wort. Dieser neue Computer bei der Frau, die wohl nur mit Mühe ihre Miete zahlen kann. Und die mysteriöse Besucherin, die der Concierge erwähnt hat, die auch noch blond ist. Ja, okay, die mysteriöse Besucherin. Aber du hast gesagt, dass der Concierge sie nicht gesehen hat. Nur, dass er Alice Kertész nicht erkannt hat, heißt nicht, dass sie es nicht war. Aber wie ist deine Theorie? Kertész' Frau ist da aufgekreuzt, um ihren Mann zu entlasten, indem sie die Russin benutzt?
Also, ich weiß es nicht, aber es ist womöglich seine Frau. Vielleicht will sie ihn schützen. Okay. Und warum bin ich nun hier? Immerhin wartet meine künftige Frau auf mich. Du willst heiraten? Ja, ich werde heiraten. Ich habe ein Privatleben, warum du nicht? Ich habe einen Sohn. Aber ich weiß nicht, ob er mich nicht vergessen hat. Er ist Schauspieler und er lebt in Paris. Ah, verstehe. Und jetzt wäre es gut, wenn du mal zur Sache kommst. Was meinst du damit? Na, Fakten zum Fall, als ob du nicht wüsstest, wovon ich spreche. Damals, ich war gerade erst nach Rennes gekommen. Und das Revier war überlaufen. Überall haben Leute auf den Gängen gewartet. Es war ein Chaos. Und da kam eine Frau an mit ihrem Baby auf dem Arm. Niemand hat sie beachtet und ich hatte auch keine Zeit. Und sie ist wieder gegangen. Und einige Zeit später habe ich sie auf Fotos wiedererkannt. Denn es war Elisabeth de Rieugelos. Seitdem geht mir immer wieder durch den Kopf. Womöglich wäre sie noch am Leben, hätte ich mir da Zeit für sie genommen. Ich möchte wissen, wer war die geheimnisvolle Besucherin von Sonja Gorinski? Was wollte sie? Und? Und vor ihrem Haus gibt es einen kleinen Supermarkt mit einer Überwachungskamera. Ich habe alles, die Uhrzeit und das Datum des Besuchs. Und es wird dich nur 5 Minuten kosten, nicht mehr. Nein, das kommt nicht in Frage. Denn man hat dir den Fall schon entzogen. Und wenn ich das mache, werde ich gefeuert. Ja, und wenn Kertész wieder anfängt, wie lebst du damit? Romain, warum schläfst du nicht? Es ist 2 Uhr nachts, Romain. Was ist mit dir? Fehlt dir was? Bitte sag mir, was los ist. Was ist das? Hat Papa dir das gegeben? Nein, ich hab's in der Hütte gefunden. Wer sind diese Leute? Mama, was ist denn? Antworte mir doch. Roma, wir werden jetzt das Haus verlassen, okay? Warum denn? Und zwar ganz leise. Es ist ein Spiel. Zieh deine Schuhe an. Tut mir leid.
Du musst dir keine Sorgen machen. Deine Mutter ruht sich nur aus. Wir machen eine kleine Reise. Du wirst sehen, es ist wie in den Ferien. Du weißt doch, dass ich dich liebe, hm? Vater und Sohn, da kann man nicht lügen. Nichts verheimlichen. Du kannst mir vertrauen. Klar, kleiner Mann? Aber es ist nicht seine Frau. Es ist seine Mutter, Gladys Duryezhelos. Ist sie hier? Was ist passiert? Ist sie hier? Thomas ist weg mit ihr und Roma. Zum Ausspannen. Haben Sie mit ihr gesprochen? Warum? Ich habe gefragt, ob Sie mit ihr gesprochen haben. Sie hat mir heute früh eine SMS geschickt. Okay. Duryezhelos hat es genauso gemacht. Er hat tagelang das Telefon seiner Frau benutzt und sich als sie ausgegeben. Dadurch hatte er die Zeit, um zu verschwinden. Das heißt, du musst ihn orten. Ich werde hier von allen beobachtet. Bitte beruhige dich. Sein Telefon ist nicht aufzuspüren. Ich suche es. Scheiße. Ich gebe dir eine Minute. Gesichertes GPS. Er hat ein gesichertes GPS in seinem Wagen. Ach, verdammt. Er ist hier, im Departement. Er ist auf der D-909. Er fährt zu seiner Mutter. Thank you.
Aber was hast du denn jetzt vor? Halt dich da raus, Maman, das geht dich nichts an. Hör mir mal gut zu. Du nervst mich. Ich verbitte mir diesen Ton. Nein, sei vernünftig, mach das nicht. Er kann noch nichts dafür. Antoine, ich bitte dich, sei vernünftig. Hör auf mich, hör einmal auf deine Mutter. Es würde nichts daran ändern, was passieren wird. Also lass Romain in Ruhe. Hab Mitleid, bitte tu dem Kleinen nichts. Das verstehst du nicht. Glaubst du, er wird mich danach noch lieben? Sie wird ihn gegen mich aufhetzen. Er wird nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Dann lass ihn bei mir. Du kannst wieder untertauchen, ich kümmere mich um ihn. Aber für ihn existierst du doch gar nicht. Mir bleibt nichts anderes übrig. Antoine, hör mir zu. Halt! Keine Bewegung! Runterkommen! Komm da runter! Ich werde es Ihnen erklären. Das ist ein Missverständnis. Wo ist Romain? Was hast du ihm angetan? Nichts, ich habe ihm nichts getan. Hör nicht auf diese Polizistin. Die ist verrückt. Ich wollte nur, dass wir zurechtkommen. Wie konntest du das machen? Deine Kinder, deine eigenen Kinder! Aber ich habe nichts getan. Ich habe überhaupt nichts getan. Man darf nicht glauben, was die Leute erzählen. Warum hast du nach all dem geforscht? Ich habe sie geliebt, das musst du mir glauben. Und ich liebe euch auch. Du kennst mich, du weißt, wer ich bin. Hör auf! Du hast sie umgebracht! Wo ist Romain? Sag mir, wo er ist! Er ist in seinem Zimmer. Er schläft. Alles bestens. Nein! Manchmal wünschte ich, er wäre noch am Leben, um ihn zu verstehen.
um zu begreifen, wer er war. Er war beide. Thomas Kertész war das Gut an Antoine de Rieux-Gelos. Und er hat sie geliebt, sie und Romain. Möglich. Aber er hätte uns auch umgebracht. Und sie. Wissen Sie jetzt, wo sie sind? Seine Mutter hat uns den Wald gezeigt, wo er sie begraben hat. Ist hier ganz in der Nähe. Alle vier. Es wird dauern, es wird schwer, aber sie müssen durchhalten. Es wird wieder gut. Maman.